Lilly hatte die zweite Blockade gelöst. Sie konnte zwar nur ein Verbot zur Zeit umgehen, aber das war besser als nichts. Und Level up! Lol. Edna folgen. Erfolg freigeschaltet. Kapitel 2, das Ednas Versteck. Erfolg freigeschaltet, die Klosterschule. Ich kann die zwei Sachen auf einmal sagen. Als Lilly den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Du bist spät dran. Wo warst du nur so lange? Da. Spar dir das. Da. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese dritte Zeit. Die Zeit des auf der Polizeiwache Hockens und Formulare ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt. Was ist denn jetzt noch? Ach, sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, na, diese Edna finden, stimmt's? Aha. Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Wenn dem so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Es ist ein Fluch. Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu, Huhu und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte hier auf mich. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Jetzt steh herum. Lilly war sehr froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein. Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum. Oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Trotzig riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Das tut mir leid. Ich wollte dich bestimmt nicht erschrecken. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden macht man keine Scherze. Es ist ja das Einfachste von der Welt. Nimm die Karte wieder. Mit? Okay. So, und nun nach diesem kurzen Intermezzo sind wir im zweiten Kapitel angekommen. Wir sehen schon, ähnlich wie bei Edna bricht aus, wird es hier etwas düsterer. Und tatsächlich nähern wir uns, wenn auch von der anderen Seite, demselben Areal, das wir in der zweiten Hälfte von Edna bricht aus auch besuchen konnten. Vielleicht ist dies die geeignete Stelle, um nochmal auf den erstaunlichen Malte Jansen hinzuweisen. Den Sprecher von Garrett, der unter anderem auch eine eigene Webseite betreibt, wo er Lokalisations- und Sprachaufnahmen, Voice-Acting-Kritiken verfasst und selbst aber die krasseste von allen Stimmen überhaupt hat. Dieses leicht nasale, heisere, hustige passt wie die Faust aufs Auge bei dem Charakter Garrett und nach ist der Charakter Garrett tatsächlich zu einem meiner Lieblingscharaktere in Harveys Neue Augen avanciert.
Ja, ich hoffe, ich finde eine Möglichkeit, ihn in einem möglichen kommenden Spiel wieder irgendwie unterzubringen, weil ich denke, dass Garrett hier sein Potenzial noch gar nicht so richtig vollständig ausgespielt hat, weil ich viel zu spät erkannt habe, wie goldwert eigentlich dieser Charakter ist. Huhu! Und so weiter. In diesem Sinne, weiter geht's. Ja. Zum Morsee. Na, ist mir doch egal, was dieser Harvey sagt. Wir können da tatsächlich hin. Treibsand? Okay. Ja, ich erinnere mich bei diesem Screen daran, dass er sehr, sehr lange noch in unserer Spielversion als meine hässliche Dummy-Grafik zu sehen war. Die besonders hässlich war, weil dieser rötlich leuchtende Höhleneingang da halt irgendwie überhaupt farblich gar nicht reinpasste und so weiter. Oben die Anstalt, die hatte ich halt irgendwie ausgeschnitten und halt irgendwie hässlich drüber geklebt. Und irgendwann, also war einer der letzten Screens, die ich grafisch gemacht hatte. Da war dann nachher die Hintergrundgrafik drin, aber fehlt noch sehr lange die Wasseranimation. Die habe ich extra ausgespart. Das heißt, da sah man dann wieder hinten mein hässliches Kribbel dahinter. Und so war es dann lange Zeit im Spiel. Und wenn ich hier von diesen Abständen lange Zeit und so weiter spreche, muss ich leider sagen, so viel Zeit hatten wir bei Harvest Neue Augen gar nicht. Wir haben tatsächlich das ganze Spiel innerhalb ganz weniger Monate, also unter einem Jahr, durchgerockt bekommen. Von der ersten Idee bis hin zum fertigen Spiel. Also lange Zeit. René hat ziemlich alleine mit dem Walkthrough gesessen. Ich war halt schon in Deponia, in der ersten Produktionsphase, verhaftet und konnte halt immer nur rüber gucken, ob denn halt alles quasi nach meinem Gusto ist, sozusagen. Und René hat ein viel zu großes Spiel gemacht. Der erste Walkthrough, den er abgeliefert hatte, der war so unendlich groß und lang. Da mussten wir halt ganz viele Sachen tatsächlich schweren Herzens rauskürzen. Unter anderem gab es mehrere High-Noon-Szenen, also gerade die Westernwelt war halt auch viel zu spielerisch, viel zu lang nachher. Das hätte sich auch nicht angenehm gespielt. Wir hatten für viele Rätsel noch gar keine richtige Mechanik, wie wir das tatsächlich implementieren. Im Endeffekt hat es dem Spiel wahrscheinlich sehr gut getan, dass wir es wieder zusammengekürzt haben, auch das Relevante. In diesem Screen gab es allerdings nie viel zu tun. Der war von Anfang an von mir gezeichnet, also das war das erste, was ich gemacht habe, und also noch bevor sich René rangesetzt hat, um da überhaupt Walkthrough reinzumachen, hatte ich von jedem Raum Scribbles gemacht. Eine Map, das ist das erste, was ich brauche, um meine Story mir zurechtzulegen und mir zu überlegen, so, was passiert denn wann wo. Das heißt, damit musste er dann einigermaßen arbeiten mit diesen groben Scribbles. Ja, und das hier war ein besonders hässliches Scribble. Dabei ist es eigentlich so eine schöne Umgebung. Naja. Versteck. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Deine Mutter darf sich nicht an gefährlichen Orten rumtreiben, Junge. Darf man hier noch was machen? Nee. Ein relativ unnötiger Skurril eigentlich. Wenn ich das richtig... Unglaublich, ich kann mir ein Wort länger als 2 Sekunden merken. Moment, Dorf. Na sowas. Das ist Kneipe. Polizei. Und das hier. Alle, die Edna-Bericht gestorben haben. gestorben. gespielt haben. Werden sich daran erinnern. Was glaubt ihr, was das hier für ein Haus ist, ha? Karte. Böse. Ist voll der unbrave Karte. Wie? Lilly kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie das flüchtige Topografie-Utensil durch ein vergittertes Fenster verschwand. Ja. Die Gitterstäbe legten nahe, dass es sich hierbei um einen Löwenkäfig handelte. Dürfte sowas ähnliches sein, wenn man bedenkt, dass es hier ein Polizeirevier ist. Okay.
Ah ja, und hier hätten wir den Screen, dunkle Gasse, sehr, ja, ich denke mal, es ist ein kleiner Game Design technischer Geniestreich, dass ich hier diese Mülltonne ich kann es nicht sagen, Steffen, hilf mir, Mama. Spiele zu erdenken ist nicht halb so trivial, wie man gemeinen annimmt. Dazu braucht man unter anderem Gehirnbindung aus Kautschuk, gutes Aussehen, ein Lineal. Halt stopp, letztes bitte streichen. Hirn und gutes Aussehen reichen, doch in 9 von 10 Fällen ist davon auszugehen, der Game Designer hatte keine besseren Ideen, wenn er seinen Hauptcharakter in eine dunkle Gasse schickt und dort relevante Items in der Mülltonne versteckt. Natürlich kommt es auch mal vor, in sehr seltenen Fällen, dass das sehr wohl so gewollt ist, die Idee dahinter Gold ist, weil da eine Metapher hintersteht, an der wer lang gefeilt hat, mittels eines Lineals. Doch gut aussehen hat niemals, denn in 9 von 10 Fällen ist davon auszugehen, der Game Designer hatte keine besseren Ideen, wenn er seinen Hauptcharakter in eine dunkle Gasse schickt und dort relevante Items in der Mülltonne verstellt. Denn in 9 von 10 Fällen ist davon auszugehen, der Game Designer hatte keine besseren Ideen, wenn er seinen Hauptcharakter in eine dunkle Gasse schickt und auf relevante Items in der Mülltonne versteckt. Geil, ey, Mann! Das war der einzige Audiokommentar, den ich mir gemerkt habe, und ich fand den so übertrieben geil. Apropos Pizzakarton. Chili Schoten. Yeah. Sehr relevant auch. Das musste das Polizeiauto sein. Ja, noch ein bisschen so old school, ne? Wenn bei Lilly die Luft raus war, dachte sie an Dinge, die ihr niemand nehmen konnte. Knochen. Ich sag dazu nichts. Das Psychopathische an dem Spiel geht weiter. So, jetzt mache ich aber echt eine kleine Aufnahmepause. Nicht nur eine kleine. Wahrscheinlich. Ich habe erstmal für die nächsten Tage ein paar Folgen aufgenommen. Reicht erstmal. Jo, würde ich mal sagen. Tschüssi.